Jetzt wird gebohrt. Die Patientin ist zwischendurch wach. Sie bekommt nur eine sehr leichte Narkose, damit die Ärzte sie jederzeit wecken können, um zu prüfen, wie es ihr geht. Volker Sturm steuert jetzt mit seiner Elektrode das Zielgebiet an. Doch was ist die Elektrode des Psychotherapeuten? Mit welchen Mitteln will er ein ähnliches Ergebnis erzielen wie die Chirurgen? Es geht darum, dass man über sich nachdenkt, neu über sich nachdenkt und vor allem auch Neues probiert. Ja, also auch in Beziehung einfach mal Neues probiert, um neue Erfahrungen zu machen. Also neue Gedanken zu haben, was man so als Einsicht bezeichnet. Und das dann einfach auch zu probieren. Wie wäre es denn, wenn ich mal zum Beispiel nach mir schaue? Wie wäre es denn mal, wenn ich nicht immer zu allem Ja sage? Und diese Methode funktioniert tatsächlich. Viele Patienten werden durch Gesprächstherapie gesund. Und ihre Hirnaktivität war in einigen Studien nach der Psychotherapie messbar verändert. Hier sind die Veränderungen als blaue und rote Flecken dargestellt. Es sind tatsächlich Stationen genau des Netzwerks, das die Hirnchirurgen mit ihren Elektroden regulieren wollen. Ist das eine Seite? Volker Sturm probiert jetzt aus, ob seine Therapie schon wirkt. Wird seine Patientin sich besser fühlen, wenn die Elektrode in ihrem Gehirn Strom bekommt? Wir beginnen jetzt mit der Stimulation. Ist okay? Und 130 Hertz, 3 Volt. Ja, habe ich. Wie ist Ihre Stimmung momentan? Auf einer Skala von 0 bis 10. Mit 0 so schlecht, wie es jemals war, und 10 so toll, wie es jemals war. 0. 9? 0. 0. 0, oh. Ich stelle jetzt auf 4. Wenn Sie jetzt doch mal Ihre Stimmung einschätzen würden, wie wäre das dann? 0. 6. Wir haben es jetzt noch mal ein bisschen höher gestellt. 0. Okay, ich stelle wieder aus. Ein kompletter Fehlschlag? So, das ist sehr gut gelaufen. Das dauert also mindestens Stunden. Und dann kriegt man manchmal akute Effekte, aber in der Regel dauert das Wochen bis Monate. Aber wir hoffen trotzdem auf einen schnellen Effekt. Der Hirnchirurg hofft, dass die elektrische Stimulation das gestörte Netzwerk im Hirn wieder einpegelt. Dann könnten auch andere Mittel wieder anschlagen, Psychotherapie zum Beispiel. Auch Gesprächstherapie beeinflusst diese Netze. Ob ich das Gehirn verändere über chirurgische Eingriffe oder über Worte, ist, sagen wir mal so, auf einer gewissen Ebene, in beiden Fällen ändert sich was im Gehirn. Und darin sind sich Chirurg und Psychotherapeut trotz ihrer gegensätzlichen Methoden einig. Der Patientin aus unserem Film geht es heute zum Glück deutlich besser. Aber auch bei der Hirnstimulation braucht es Zeit. Die Depression kann man nicht einfach von jetzt auf gleich wie ein Schalter ausknipsen. Nun, das Erstaunliche im Beitrag, ist es auch deutlich geworden, ist die Kraft der Worte. Etwas auf den ersten Blick so Unmedizinisches wie das Gespräch zwischen Patient und Therapeut verändert nicht nur das Verhalten, sondern greift auch in die Aktivität bestimmter Hirnareale. Aber auch hier braucht es Geduld. Und das gilt auch für die Behandlung mit Medikamenten. Diese Pflanze hier, das sogenannte Johanniskraut, spielt eine wichtige Rolle, denn ein Extrakt aus dieser Pflanze enthält Stoffe, die die Konzentration des Serotonins im Gehirn beeinflussen. Die meisten Antidepressiva setzen auf solche Botenstoffe in unserem Gehirn. Und der Markt boomt. Ein Medikament sorgte sogar für eine Revolution der bis dahin zum Teil erschreckenden Behandlung von depressiven Menschen. Gefängnisähnliche Anstalten für Menschen mit psychischen Problemen. Noch Mitte des 20. Jahrhunderts werden sie für wahnsinnig oder verrückt gehalten. Wer einmal in der Psychiatrie landet, kommt nur schwer wieder raus. Die meisten Ärzte glauben, psychische Krankheiten seien nicht heilbar. Bestenfalls mit Elektroschocks experimentieren sie herum. So, und das ist jetzt der ganze Vorgang. Wir atmen sofort mit Sauerstoff, damit
die Zellschädigung eine minimale bleibt. Das wirkt sich so aus, dass die Vergesslichkeit, die bei einer höheren Zahl... Die Pillen, die es gibt, haben es in sich. Schwere Nebenwirkungen. Und vor allem stellen sie die Patienten ruhig. Praktisch für Ärzte und Pfleger. Denn Hauptsache, sie beschweren sich nicht mehr. Sie merken ja auch nichts mehr von ihren Depressionen. Eines dieser Antidepressiva, Alival, wird vom Markt genommen, nachdem Dutzende Patienten gestorben sind. Währenddessen arbeiten bei dem kleinen Traditionsunternehmen Eli Lilly in Indianapolis Wissenschaftler an neuen Medikamenten. 16 Jahre lang forschen sie an einem Mittel gegen Depressionen. Das neue Medikament heißt Prozac. 1987 kommt es in den USA in die Apotheken. Der Hersteller verspricht, es wirkt genauso effektiv wie die anderen Mittel, hat aber nicht die Nebenwirkungen. Die Argumente überzeugen. Schon nach 3 Jahren wird Prozac das meistverkaufte Antidepressivum in den USA. Auch in Deutschland gibt es das neue Medikament. Hier heißt es Fluctin. Die Bunte titelt Sie könnten noch leben und zeigt eine Galerie von prominenten Selbstmördern. Das Männermagazin Esquire verspricht nie mehr traurig mit der Psychopille. Prozac, die Lifestyle-Droge. Bücher, Videospiele, Theaterstücke und Filme beschäftigen sich damit. Dann werden Stimmen laut, dass Prozac auch Selbstmorde verursachen kann. Aber Eli Lilly gewinnt alle Prozesse. Mehr als 40 Millionen Menschen weltweit nehmen Prozac. Der Hype um das Medikament gibt ihnen Mut, über ihre Krankheit zu sprechen. Eli Lilly fährt 20 Mal so viel Umsatz ein, wie ursprünglich erwartet. ...1993 erscheint ein Buch des amerikanischen Psychiaters Peter Kramer. Er empfiehlt die Droge auch Menschen ohne Depressionen. Kosmetische Psychopharmakologie, das heißt nicht heilen, sondern mit Prozac die eigene Leistungsfähigkeit steigern. Die Bunte zeigt, wie es geht. Wie buntes Konfetti feiert sie die neuen Psychodrogen als Partygag. Prozac soll auch die letzten seelischen Macken ausbügeln. Das optimale Tuning der Persönlichkeit, um den Anforderungen der Gesellschaft perfekt zu entsprechen. Und die Firma hat schon die nächste Droge auf dem Markt. Das Mittel für den depressiven Hund. 400 Millionen potenzielle neue Kunden für Eli Lilly. Der Konsum von Antidepressiva für Menschen hat sich auch in Deutschland allein in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Aus einem Mittel gegen Depressionen wird zunehmend ein Aufputschmittel für eine Gesellschaft, die nicht mehr traurig sein will. Das ist vielleicht ein bedenklicher Trend, doch eines steht fest. Die Depression wurde aus der Nische des Tabus herausgeholt. Man kann heutzutage den Betroffenen helfen. Bei dem einen hilft das eine Medikament, bei dem anderen vielleicht ein anderes Präparat, bei einem dritten die Psychotherapie. Und manchmal dauert es auch lange, bis die passende Methode gefunden ist. Aber dann hält sich die Stimmung auf. Und einige fühlen sich dann, als würde ihnen das Leben neu geschenkt werden. Wenn die Wirkung dann eintritt, dann wacht man morgens auf und spürt, ich bin wieder die Alte. Ja? Es ist alles wieder da. Also was mir herausgeholfen hat, war sicherlich die unglaubliche Geduld und Ruhe meines Therapeuten, der gesagt hat, ich weiß nicht, wann es zu Ende ist, aber es geht zu Ende. Und eines Tages werden Sie gesund sein und das Leben wird sich normal entwickeln. Vielleicht anders als heute, vielleicht anders als gedacht, vielleicht auch ganz überraschend, aber sie werden gesund, das verspreche ich Ihnen. Ich glaube, ich war die letzten 10, 15 Jahre nicht so ausgeglichen, wie ich jetzt zurzeit bin. Ich weiß aber, dass die Depression mich nicht verlassen wird, auch nicht verlassen hat, dass sie bestenfalls gezähmt ist und dass ich, ähnlich wie ein Mensch, der ständig Medikamente braucht, immer aufpassen muss, dass mich die Depression nicht wieder erwischt, dass ich nicht in ihre Fänge gerate. Das heißt, konsequent zu leben und all das zu vermeiden, von dem ich selber persönlich genau weiß, das ist der Weg in die Falle, das ist der Weg in die Depression, lass das. Dieser Weg nach draußen, der ist wie neu geboren werden, wie neu laufen lernen. Ach, heute habe ich ja mal gelacht. Oh Gott, das muss festgehalten werden, das ist ein gutes Zeichen.
Wie schön, wenn schließlich das Lachen zurückkehrt. Es ist ein Beleg dafür, dass man heutzutage vielen Betroffenen tatsächlich helfen kann. Doch dafür ist ein entscheidender Schritt notwendig. Man muss aktiv werden, denn noch ist es so, dass jede zweite Depression hierzulande nicht diagnostiziert wird. Also die Betroffenen leiden weiter, obwohl ihnen geholfen werden könnte. Und unser Selbsttest im Internet kann vielleicht einiges ändern. Er kann vielleicht auch Ihr Leben ändern. Und daneben gibt es natürlich wie immer unser Quarks-Skript zum Thema. Dank Ihrer Gebühren ist es kostenlos. Und auch im Internet erfahren Sie, wie Sie drankommen. So, das war's für heute. Ihnen noch ein Dankeschön fürs Zuschauen. Und wie immer, bleiben Sie uns treu und empfehlen Sie uns weiter. Tschüss.